die Gesundheit unserer Kinder an Seele und Körper zu erhalten und zu pflegen, zu verbessern, bedarf es einer ganzheitlichen Strategie, die allen Mädchen und Jungen bei der Entwicklung ihrer individuellen Potenziale unterstützt, ob in der Familie, im sozialen Umfeld, in der Kindertagesstätte oder der Schule. Gesundheit und eine gesunde Lebensweise sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung. Sie ermöglichen den Kindern, Schutzfaktoren auszubilden, notwendige Lebenskompetenzen zu erwerben, einen guten Bildungsabschluss zu erreichen und damit Chancen auf eine gute Lebensperspektive und ein langes Leben in guter Gesundheit zu haben. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen entsprechende Zusammenhänge zwischen dem Sozialstatus von Kindern und deren Gesundheitsrisiken auf. Zu den gesundheitlichen Defiziten von Kindern aus prekären Verhältnissen zählen überdurchschnittlich häufig Übergewicht, Zahngesundheitsstörungen, Sprachstörungen sowie Verhaltensauffälligkeiten. Das zeigt, zwischen Gesundheit und Armut besteht ein enger Zusammenhang. Damit alle Mädchen und Jungen gesund aufwachsen können, müssen sie in jeder Phase gefördert werden. Sie brauchen Bewegung, Entspannung, gesunde Ernährung und umfassende Förderung von Lebenskompetenzen. Armutsbedingte Risikofaktoren müssen minimiert werden. Sehr geehrte Damen und Herren, in Mecklenburg-Vorpommern gab es in der Vergangenheit bereits sehr gute Ansätze, die nationalen Gesundheitsziele für die Gruppe der Kinder und Jugendliche zu spezifizieren und eine breit angelegte Diskussion zu führen, um die Bedingungen im Gesundheitswesen in Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern. So wurde am 26. Mai 2003 im Rahmen der ersten Gesundheitskonferenz, die unter dem Motto stand, chancengleich gesund aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern, 10 Kindergesundheitsziele festgelegt. Zu den Kindergesundheitszielen mit besonderer Priorität zählen die Bewegungsförderung, die Förderung des gesunden Ernährungsverhaltens, die Stressbewältigung und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gesundheitsförderung und Suchtprävention. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Konzeption dieser Gesundheitsziele bildet die Prävention. Dieser Schwerpunkt spiegelt sich dann auch in § 1 Absatz 1 KIDFÖG-MV wider. Die Kindertageseinrichtungen des Landes, in denen die meisten Kinder betreut werden, bieten für eine frühzeitig ansetzende Gesundheitsförderung ein ideales Betätigungsfeld. Prävention sollte hier in erster Linie praktische Maßnahmen umfassen und weniger theoretisch sein. Die Angebote müssen niederschwellig sein, und damit sie alle Eltern und alle Kinder erreichen. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auf zwei der genannten Schwerpunkte eingehen. Das sind die Bewegung und die gesunde Ernährung. In keinem Lebensalter spielt die Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit, und zu keiner Zeit waren die Möglichkeiten für ausreichende Bewegung so eingeschränkt wie heute. Die kindlichen Lebenswelten haben sich verändert, insbesondere durch veränderte Medienverhalten. Dadurch kommt es zu Bewegungsmangel bei den Kindern, der sich auch in gesundheitlichen Beeinträchtigungen nach sich zieht. Mindestens 2 Stunden pro Tag sitzen die Kinder im Durchschnitt vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Hingegen bewegen sie sich nur 1,5 Stunden maßgeblich. Körperliche Bewegung, so Professor Wolfgang Hoffmann in der SVZ am 18.06.2011, ist ein Schutzfaktor gegen alle Krankheiten, gegen fast alle Krankheiten. Ein anforderungsgerechtes Angebot für Spiel, Sport und Bewegung sowie eine auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte Möblierung in den Kindertageseinrichtungen des Landes sind daher besonders wichtig. Hier muss die tatsächliche Situation vor Ort überprüft werden und wenn ergibt, dass es einen Bedarf gibt, entsprechende Maßnahmen erfolgen. Eine weitere wichtige Basis für die Gesundheit ist die gesunde Ernährung. Ernährungswissenschaftler weisen darauf hin, dass die finanziellen Möglichkeiten von Familien, die auf Sozialhilfeniveau leben, eine ausreichende und ausgewogene Ernährung fast unmöglich machen. Die Folgen sind Mangel- und Fehlernährung. Das Erlernen einer gesunden Ernährungsweise und das Bereitstellen gesunder Nahrungsmittel in den Kitas können diese Defizite jedoch teilweise ausgleichen. Daher darf auf keinen Fall passieren, was gegenwärtig der Fall ist. Das kostenfreie Mittagessen in den Kitas für die Kinder von Geringverdienern wird zunehmend nicht mehr in Anspruch genommen, da der Bürokratiedschungel immer undurchsichtiger wird. Der Verwaltungsaufwand zu viel Zeit in Anspruch nimmt, Vorgänge über Monate hinweg unbearbeitet bleiben, Zahlungen nicht getätigt werden und Kosten nicht erstattet werden. Dies hat in Einzelfällen inzwischen so weit geführt, dass Kinder von der Essensversorgung abgemeldet werden, beziehungsweise dass Essensanbieter nicht mehr bereit sind, Kitas mit Essen zu versorgen, da diese selbst in existenzielle Nöte geraten, weil sie auf ihren Kosten sitzen bleiben.
In letzter Konsequenz bedeutet das, dass die ursprünglich gute Idee von der kostenlosen Bereitstellung einer warmen und gesunden Mahlzeit am Tag für Kinder aus sozial schwachen Familien an der Bürokratie gescheitert ist. Die Linke fordert deshalb ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, beginnend in den Kitas und den Grundschulen. Sehr geehrte Damen und Herren, je früher die Prävention ansetzt, desto eher hilft sie auch gegen gesundheitliche Ungleichheit. Wissenschaftlich ist belegt, dass sich selbst Schädigungen in frühen Entwicklungsphasen noch ausgleichen lassen. Gesundheitsförderung und Prävention können also in jedem Lebensalter wirken. Daher dürfen Präventionsansätze nicht auf eine Altersphase beschränkt bleiben. Sie müssen also kontinuierlich begleitende Maßnahmen in Präventionsketten angelegt sein. Die Verzahnung und verschiedener gesundheitsfördernder Ansätze ist wichtig, um Kindern neue Perspektiven zu eröffnen und Risiken zu minimieren. Risikoförderung darf nicht als ein ergänzendes Thema betrachtet werden, sondern muss Bestandteil und Qualitätsmerkmal individueller Förderung sein. Die regelmäßige Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher zur Vermittlung von praktischen und methodischen Fähigkeiten zur Gesundheitsvorsorge und zum Gesundheitsverhalten sind daher unabdingbar und sollte pflichtig sein. Dafür müssen ausreichend finanzielle, aber auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch das muss noch einmal evaluiert werden. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch die Beratungs- und Betreuungsangebote für werdende Eltern und junge Familien, die die Gesundheitskompetenz der Eltern stärken. Dafür gibt es das landesweite Projekt der Familienhebammen. Zu den Aufgabengebieten der Familienhebammen zählen die Beratung zur kindgerechten Ernährung, die Vermittlung von Informationen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation in der Familie und die Motivation der Eltern zur Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen und Teilnahme an Impfungen ihrer Kinder. Das landesweite Familienhebammenprojekt erreicht jedoch leider nicht alle Familien, die deren Hilfe benötigen. Es sei zwar ein flächendeckender, jedoch nicht immer bedarfsgerechter Einsatz der Familienhebammen in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet. Dies geht aus meiner kleinen Anfrage hervor, die von der Landesregierung entsprechend beantwortet wird. Auch hier ist es also an der Zeit, den aktuellen Sachstand zu analysieren und auf die Einführung der bestehenden Gesundheitsziele in Mecklenburg-Vorpommern hin zu überprüfen und entsprechend weiterzuentwickeln. Mit dem vorliegenden Antrag machen wir erneut auf den Handlungsbedarf zum Thema Kindergesundheit als ganzheitliche, interdisziplinäre und komplexe Aufgabe aufmerksam und kommen gleichzeitig unserer Verpflichtung nach, die wir als Linke vor nahezu zehn Jahren eingegangen sind. Alle Kinder sollen chancengleich gesund in Mecklenburg-Vorpommern aufwachsen können. Jetzt ist es an der Zeit, das Erreichte zu analysieren, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und im Sinne der Kinder weiterzuentwickeln. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Und mich ärgert auch sehr, mit welcher Selbstgefälligkeit die Regierungskoalition, die Regierung an das Thema herangehen. Also Sie weiden sich, Herr Heidorn. Sie weiden sich dann immer in solchen Dingen aus längst vergangenen Zeiten, zum Beispiel Anklam oder diesen Defizitansatz, der da vorhin schon mal eine Rolle spielte. Also zu Anklam. Hab mich dazu ja schon mal geäußert, wenn etwas als Fehler erkannt werden muss, dann wird das auch benannt. Interessanterweise hat Herr Schubert gerade darauf hingewiesen, dass die Schließung in Anklam nie zur Debatte stand. Wir sind der Sache auch noch mal nachgegangen. Es gab damals den Antrag des Klinikums, um das kurz aufzuklären, das habe ich Herrn Liske versprochen, dass ich das tue. Es gab damals den Antrag Anklams, diesen Bereich zu schließen und aus dem Landeskrankenhausplan zu nehmen. Und dann begann ein mächtiges Tauziehen, wie man trotzdem die Station am Netz erhält und irgendwie eine Übereinkunft erreicht. Und dann gab es nachher einen Vertrag mit der Uni Greifswald. Dieser Vertrag ist zustande gekommen und hat auch Bestand gehabt. Ja, und zugleich gab es die Herausnahme aus dem Landeskrankenhausplan, aber niemals die Schließung. Ja? Das zum einen. Und was das Agieren von der vormaligen Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik betrifft, das war ein Streit zwischen Expertinnen und Experten auch außerhalb dieses Landtages, wo gesagt wurde, also wie geht man denn heran? Nimmt man einen Defizitansatz, schaut man, was fehlt noch? Ja?
Dazu haben sich unsere Kolleginnen hier auch geäußert, und das ist auch die Position der Linken jetzt. Aber es gibt natürlich auch, Herr Haider, und ich will nur auf diesen Aspekt, ich sehe mich gezwungen, auf diesen Aspekt auch nochmal einzugehen. Ja? Und es gab welche, die sagen, und dazu gehörte Frau Dr. Linke, die sagt, diesen Defizitansatz will ich nicht, ich will eher die Stärken stärken. Man kann darüber streiten und sagen, das ist nicht in Ordnung, wir gehen da anders ran. Aber das auszublenden und so zu tun, als wenn wir bekloppt wären, das finde ich nicht in Ordnung. Ja? So, und wissen Sie, ich finde, Sie haben gar keinen Grund, sich da in Selbstgefälligkeit zu ahlen, weil Sie haben zurzeit etwas zu verantworten, was auch die Kindergesundheit berührt und was also höchst kritikwürdig ist. Der Übergang der Trägerschaft der Landesförderschulen in die kreisliche Hoheit ohne Regelung für die Kitas hat natürlich auch Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation. Und wer das zu verantworten hat, sich hier aber in Selbstgefälligkeit ahlt, der hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Zu dem Ansinnen, warum wir dieses Thema gesetzt haben. Warum wir das Thema gesetzt haben. Also die WHO hat 1985 festgestellt, dass gerade in modernen Industriestaaten, die Infektionskrankheiten sind abgelöst worden durch chronisch degenerative Krankheiten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Gesundheitsstatus in der Bevölkerung. Und wie geht man mit einer solchen Situation um? Wie verbessert man die Gesundheitssituation in der Bevölkerung durch strategische Zielstellungen, durch konzeptionell strategisches Vorgehen? Und wir haben gut daran getan. Es gab ja dann auch die Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz Ende der 90er Jahre, 99 glaube ich war das, wo gesagt wurde, also Gesundheitsziele formulieren und das fand ich eine ganz tolle Sache, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern mit Kindergesundheitszielen angefangen haben. Mit der ersten Kindergesundheitskonferenz 2003, dann die Kindergesundheitsziele, 2006 den ersten Kinder- und Jugendgesundheitsbericht, 2008 den Landesaktionsplan Gesundheit und Prävention, der natürlich dann auch Fragen der Kindergesundheitsziele mit beinhaltet, leider nur auf zwei Seiten. Aber interessanterweise ist damals gesagt worden, Sie können das auch nachlesen, die Kindergesundheitsziele von 2003 haben Bestand. Und dann gab es eine Ergänzung und die halte ich für sehr wichtig. Und zwar sind ergänzend im Landesaktionsplan noch hinzugefügt worden Handlungsempfehlungen. Und diese Handlungsempfehlungen waren mehrere und zwei sind sehr wichtig in Bezug auf unser heutiges Thema. Die Kindergesundheitsziele, die ja sehr allgemein formuliert wurden 2003, müssen mit konkreten Parametern untersetzt werden. Das war der eine Handlungsauftrag. Und der zweite Handlungsauftrag war, dass die Gesundheitsberichterstattung die Gesundheitszielerreichung immer analysieren muss, um daraus dann eben auch Handlungserfordernisse ableiten zu können. Beides ist nicht geschehen. Und wenn Sie jetzt feststellen, sagen, das ist ja immer dieses berühmte Hase- und Igel-Spiel. Also gestern zum Beispiel, als wir das mit der Volksinitiative hatten, justament um 17 Uhr noch was, kommt dann die Pressemitteilung, dass ja der Auftrag an das Beratungsunternehmen in Sachen Theater und Orchester ausgestellt wurde. Heute stellen wir justament jetzt fest, dass also die Kindergesundheitsziele weiterentwickelt werden und nächstes Jahr etwas vorgelegt wird. Schauen Sie. Also für uns, also an der Stelle insofern Überraschungsmoment, haben Sie sich, Herr Bahlen, aber mal gefragt, mit welcher Zielstellung das denn nun verbunden ist. Weil irgendwie der Tenor, also überhaupt die Redebeiträge von Ihnen waren immer grundiert, es ist alles in Ordnung. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Schauen Sie sich ja mal die Gesundheitsberichterstattung an. Wir haben ja die Gesundheitsberichterstattung im Internet jetzt anhand von 58 Indikatoren. Das ist im Grunde genommen ein dürres Zahlentableau, aus denen bestimmte Angaben zu entnehmen sind. Die muss man sich dann mühsam heraussuchen. Das ist aber alles kein Problem. 28 Indikatoren beziehen sich auf Kinder und Jugendliche. Und wenn Sie sich die mal anschauen, zum Beispiel in Sachen Sprachstörung, 2003 bis 2004 waren 7,3% der Kinder und Jugendlichen das waren die Einschüler. 7,3% der Einschüler
waren behandlungsbedürftig aufgrund von Sprachstörungen. Die Relation hat sich zu Ungunsten der Kinder und Jugendlichen, der Kinder in diesem Falle, verändert. Das sind mittlerweile 17,3%. So, wenn wir das feststellen, das sind jetzt erstmal nur die nackten Zahlen, daraus muss doch Handlung erwachsen. Oder, zweites Beispiel, schnell, wo ich das so finde, Übergewicht bei Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse, 2004, 2005 16,2%, 2010, 2011 23,2%. Wie reagiert man darauf? In der Gesellschaft, das war jetzt jüngst auch zu lesen, der Sportbund sagt, Herr Renz, dass Sie die Anforderungen für das Ablegen des Sportabzeichens heruntersetzen. Das ist der völlig falsche Weg. Gestern beim Sommerfest waren auch ein paar Leute dabei, dort aus dem Sportbereich, die sagen, das ist auch aus ihrer Sicht falsch. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass man auch völlig falsch reagieren kann. Haben Sie also die Formulierung von Kindergesundheitszielen und die ganzen Parameter dann auch mit Zielsetzungen versehen? Wir haben, wenn auch allgemein, haben wir einige Zielsetzungen in unserem Antrag und unserer Begründung mitgeliefert. Und es wäre ratsam gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, was wir also in dieser Berichterstattung, in der Gesundheitsberichterstattung auffinden, muss uns doch umtreiben. Im Übrigen, was die Gesundheitsberichterstattung betrifft, ist die Zahlen und die Fakten sind das eine und die Tabellen. Was aber zu kritisieren ist, diese Gesundheitsberichterstattung geht ohne jegliche Bewertung einher und ohne, dass daraus erkennbar wird, dass man abliest, welche Handlungen erwachsen daraus. Und das ist etwas, was wir als Anspruch haben an die Weiterentwicklung von Kindergesundheitszielen. Und dann kommt noch hinzu, Frau Ministerin hat die 10 Kindergesundheitsziele vorhin aufgezählt. Da geht es zum Beispiel auch um chronische Erkrankung, Allergie. Da finde ich in der Gesundheitsberichterstattung gar nicht zu. Was ist denn nun eigentlich damit? Ist das übrigens noch relevant? Oder sollten wir uns auch anderen sogenannten modernen Krankheiten wie Hypertonie zuwenden, wo also Kinder und Jugendliche mit 12 oder 14 Jahren schon Erscheinungen von chronischen Erkrankungen haben, die also dann unter Umständen mit Ende 20 nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen können, weil sie wirklich dann so chronisch krank sind, dass es kompliziert ist, da weiter zu behandeln. Aber wissen Sie, das alles auszublenden, das ist nicht in Ordnung. Und dann zum Abschluss noch, Frau Ministerin, Sie sagten, und ich finde das sehr widersprüchlich, Sie sagten so mit Blick auf uns, wir arbeiten etwas Neues und ich will kein Papier beschrieben haben, ich will handeln. Ja, was denn nur? Also wenn die Strategie jetzt weiterentwickelt wird, dann wird da erstmal Papier beschrieben. Und wir sagen, natürlich, erstmal muss eine Strategie her, die wir haben, muss analysiert werden, muss weiterentwickelt werden und dann natürlich gehandelt werden. Sonst passiert nämlich etwas, was mir auffällt auch an Ihrer Politik, das ist so ein Stückchen weit Eingehen auf Tagespolitik. Ich rede jetzt mal nicht von Effekthascherei, aber wenn einer, sage ich mal, so ein Thema in die Welt setzt, die Medien, rede jetzt in Richtung Regierung, dass man dann vor allen Dingen immer auf einzelne Schlagworte reagiert und dann sozusagen so ein Aktionismus daraus erwächst. So ist aber eine Verbesserung der Gesundheitssituation der Bevölkerung nicht zu haben. Die muss als komplex begriffen werden und die muss strategisch angegangen werden. Deshalb hat unser Antrag, Herr Liskow, volle Berechtigung, wird selbstverständlich nicht zurückgezogen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.